Heute bei Laut gedacht, wer ist diese SPD? Rechtsfreies Internet! Und Krebs ist keine Krankheit, sondern ein Verbrechen. Die Wahl in Bremen hat die politische Landschaft nachhaltig verändert. 73 Jahre waren die Sozialdemokraten die stärkste Partei in der Hansestadt und stellten den Bürgermeister. Doch nach dem Wahlsieg des CDU-Herausforderers Ende Mai sollte damit Schluss sein. Die Niederlage der Sozialdemokraten kam jetzt nicht wirklich überraschend. Seit langem befindet sich die SPD in der Krise. Und in zahlreichen Bundesländern kämpft man mit der politischen Bedeutungslosigkeit. Aber in Bremen hat sich die CDU zu früh gefreut. Der Wunsch-Koalitionspartner entschied sich dann doch lieber für eine linke Politik und für ein rot-grün-rotes Bündnis. Bei der CDU ist man entsetzt. Und grillt Würstchen, Würstchen, Würstchen. Seit Jahren bewegt sich die Union auf die Grünen zu. Ob beim Atomkraftausstieg oder bei der Homo-Ehe. Werte und Themen, für die die Union lange Zeit stand, wurden unter Merkel endgültig aufgegeben. Geblieben sind Ja-Sager und Mitläufer. Lieber schlecht regieren als gar nicht regieren, lautet das Motto der Großen Koalition. Die Folge? Während die Werte der Grünen steigen, sinkt der Zuspruch für CDU und SPD. Die ehemaligen Wähler sind entweder verstorben oder haben sich ein neues politisches Zuhause gesucht. In aktuellen Umfragen liegen die Grünen sogar vor der Union. Kommt demnächst also eine grün-schwarze Regierung im Bund mit der Union als Juniorpartner? Bremen zeigt, dass man sich darauf nicht verlassen sollte. Außerdem ist man bei der Union im Moment mit sich selber beschäftigt. Da wird ernsthaft die Kanzlerfrage diskutiert, während sich die Umfragewerte im freien Fall befinden. Bei den Sozialdemokraten hingegen ist man schon einen Schritt weiter. Krise ist für die SPD die neue Wirklichkeit. Und so ist man bei den Sozialdemokraten bereit, neue Wege zu gehen. Das Ziel? Bei den nächsten Wahlen ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen. Es wird ergebnisoffen diskutiert. Während die wahre SPD einen Rechtsruck in Erwägung zieht und zumindest rechts blinken möchte, bevor man dann später doch wieder links abbiegt, planen andere eine Vereinigung mit der Linkspartei. Zusammen könnten die beiden Parteien auch zukünftig zweistellige Ergebnisse einfahren. Und eine Idee für den Namen der neuen Partei gibt es auch schon. Vergangene Woche fand mal wieder ein Aktionstag des Bundeskriminalamtes gegen sogenannte Hasspostings im Netz statt. Dazu gab es Hausdurchsuchungen in 13 Bundesländern. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, strafbare Hasskommentare im Internet gepostet zu haben. Dazu gehören Beleidigungen von Amtspersonen oder Beschimpfungen. Verbreitern von solchen Hassbotschaften drohen bis zu 5 Jahre Haft. Verfolgen anstatt zu löschen heißt die Kampagne der Staatsanwaltschaft. Dabei geht es um ein öffentlichkeitswirksames Vorgehen der Polizei. Schließlich darf das Internet nicht zu einem rechtsfreien Raum werden. Immer wieder kommt es in sozialen Netzwerken zu Äußerungen, die von Lesern als Hasskommentare aufgefasst werden könnten. So zum Beispiel, als das WDR über den Brand von Grundschulen in Nordrhein-Westfalen berichtet. Ein Leser fragte nach, ob es sich um eine bestimmte Grundschule handle und verwies auf Probleme, mit der die Grundschule zu kämpfen habe. Außerdem postete der Leser eine Statistik, die für die Grundschule einen überdurchschnittlichen Fremdenanteil aufweist. Die Reaktion des WDRs? Der Kommentar wird als rassistisch eingestuft und dem Kommentator werden strafrechtliche Konsequenzen gedroht. Später ruderte man dann aber zurück. Aber die Reaktion des WDR war leider kein Einzelfall. Regelmäßig wird kritisches Nachfragen oder regierungskritische Meinungen ganz allgemein als Hasskommentare gebrandmarkt. So handhabt es auch die Umweltministerin Julia Klöckner. Kritik an ihrer Arbeit ist für sie pauschal Hate Speech. Sie hatte gemeinsam mit einem Nestle-Vertreter Werbung für den Konzern gemacht und wurde dafür in den sozialen Medien heftigst kritisiert. Für Klöckner ist das Majestätsbeleidigung. Und damit ein Fall für die Gerichte. Von selbst wird die Polizei im Fall von sogenannter Hasssprache aber nicht tätig. Dieses Vergehen muss man melden, so wie es unter anderem der WDR gemacht hat. Besonders häufig melden linke Organisationen Kommentare, die nicht ihrem Weltbild entsprechen. Die Kahane-Stiftung hat sich sogar auf diesen Bereich spezialisiert. Das erklärt, warum es sich bei den meisten verfolgten Fällen um rechte Verdächtige handelt. Aber auch die Algorithmen der sozialen Medien lernen selbstständig, Hate Speech zu erkennen. Dazu werden die von Nutzern gemeldeten Beiträge als Trainingsdaten verwendet. In den sozialen Medien ist ein Kampf um die Deutungshoheit im Brand. Und gewinnen wird die Seite, die am Ende noch übrig ist. Dabei sollte das Netz doch gar kein rechtsfreier Raum sein. Krebs ist scheiße. Das ist gesellschaftlicher Konsens und deshalb muss Krebs bekämpft werden. Immer und überall.
Wurde der Kampf gegen den Krebs am Anfang noch hinter verschlossenen Türen geführt, nimmt der Antikrebskampf heute immer mehr Platz im öffentlichen Raum ein. Es ist die Krankheit unserer Epoche, wie der Spiegel bereits 1953 schrieb. Der Krebs, eine Geißel der Menschheit. Zwar gibt es auch andere schlimme Krankheiten, wie etwa sexuell übertragbare Krankheiten. Mit aktuell mehr als 1 Million Infektionen am Tag breiten sich die sexuell übertragbaren Krankheiten massiv aus. Aber diese Krankheiten entsprechen eben unserem Zeitgeist. Wer auf sexuell übertragbare Krankheiten hinweist, will die Gesellschaft spalten. Außerdem seien sexuell übertragbare Krankheiten nur ein aufgebauschtes Problem. Deshalb liegt der gesellschaftliche Fokus auf den Kampf gegen den Krebs. Ursachen für Krebs gibt's viele. Rauchen soll zum Beispiel eine sein. Verantwortlich für Lungenkrebs, angeblich. Dabei war Rauchen doch über Jahre der Inbegriff von Freiheit. Aber die Zeiten haben sich geändert. Andere behaupten, dass Kuhmilch Krebs auslösen könne. Ich bitte euch, Kuhmilch. Die sind doch alle nur neidisch, weil sie keine Kuhmilch mehr vertragen. Oder liegt Krebs sogar in den Genen? Sind wir so geboren? Ist Krebs vielleicht unser Schicksal? Und der Kampf gegen Krebs ist ein Kampf gegen die Naturgesetze? Der Kampf gegen Krebs wird mit harten Bandagen geführt. Wissenschaftlich wird einseitig erforscht, wie man Krebs besser bekämpfen kann. Und Unterstützung erhalten die Wissenschaftler von sogenannten Künstlern. So wird zum Beispiel mit Musik gegen Krebs gekämpft. Es gibt Rock gegen Krebs. Und es wird lautstark gegen Krebs angesungen. Ständig betonen sie, wir sind mehr. Und der Zirkus zieht weiter durchs Land. In der Gruppe fühlen sie sich stark. Moralisch ist die eigene Position überlegen. Und deshalb ist auch Gewalt ein legitimes Mittel im Kampf gegen den Krebs. Erfahren mussten das auch Krebspatienten in Berlin. Ihr Bus wurde von Antikrebsaktivisten in Kreuzberg mit Eiern, Tomaten und Farbe beworfen. Aber so ist das im Kampf gegen den Krebs. Der Zweck heiligt eben die Mittel. Und als Dankeschön für ihr gesellschaftliches Engagement erhalten die Angreifer auch in Zukunft staatliche Unterstützung. So, Freunde, das war's mit Laut gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, wie wir den Kampf gegen den Krebs noch effizienter führen können. Sag mal, AIDS noch? Soll ich sie bei den Zuschauern bedanken? Danke euch. Haut doch rein, liken, teilen, kommentieren. Wir sehen uns nächste Woche. Sagt euren Schwiegermamas schöne Grüße und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank an all die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. So eine Sendung dauert zwar nur 10 Minuten, aber die Erschaffung dauert einige Tage mit vielen, vielen Leuten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch gern supporten. Nutzt dazu gern Patreon oder PayPal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.